Moin Moin und herzlich willkommen auf der Niemandsland im LS22. Nochmal eben den Deutz gestartet. Und wir beginnen hier weiter nochmal die Gerste in den Boden zu bringen. Haben wir ja gestern den Helfer rausgenommen, weil der das mit den Steinen oder ich mit dem Weg irgendwie nicht ganz hinbekommen hat. Und da fehlt noch eine Ecke, die wir jetzt selber ansehen. Dann weiß ich, ob das klappt denn auch. Der kommt der Deutz hier nochmal drauf mit der Walze. Und dann sind wir hier auch fertig. So. Beziehungsweise dann ist es auch so dunkel, dass man in den Folgen eh nicht mehr viel sehen kann. Und dann können wir eher den Ingame-Tag beenden, starten dann in den nächsten. Und da hatte ich ja schon gesagt, wird das Thema Holz im Vordergrund stehen, weil das Sägewerk wieder leer läuft. Und das auch wieder ein bisschen Futter braucht. So, also, ne, hier könnt ihr das auch sehen. Das Stück fehlt noch. Das sind so, ja, lass es 5, 6 Bahnen sein, dann sind wir hier durch. Also mit 2, 3 kleineren Bahnen noch zusammen, ne. Der Deutz mit der Walze ist aber auch fast durch. Hatte auch immer so ein Dreieck, was er ableisten muss. Ich hoffe, das Saatgut reicht. Nicht, dass wir nochmal los müssen und Saatgut holen müssen. Sieht aber ganz schön dunkel aus. Also ich tippe drauf, wir müssen nochmal los. Tun wir hier einfach wieder an. Es wurde sich ein John Deere gewünscht. Und auch deine Bitte, John Deere oder Fendt war das, wenn ich richtig gelesen habe. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Denn wenn man hier auch fleißig reinschreibt, dann soll einem auch der Wunsch erfüllt werden. Dann mache ich das doch glatt. Dann können wir auch im Start des nächsten Ingame-Tages gucken, welcher Fendt oder welcher John Deere es denn gerne werden soll. Ob es ein 6er, 7er, 8er John Deere werden soll oder ein, ich hätte mal gesagt 300, 400, 500er, 500er bis 1000er Fendt. Da gibt es ja mittlerweile mega, also den 1000er Fendt halte ich für unrealistisch. Hier ist zum Beispiel der 8. Der 8R John Deere, den halte ich auch eher für unrealistisch. Da halte ich den 7er und den 6er John Deere für realistischer. Der würde auch gut auf unserem Hof passen. Aber ein Fendt mit knapp 300 PS wäre auch nicht so schlecht. Also ob es dann 9er Fendt wird, waren das 939 oder 936 PS? PS sage ich schon. Tada! Können wir mal eben kurz gucken.
Der 700er, hätte ich beinahe gesagt, ist ein bisschen schwach auf der Brust. Da hätte ich dann schon, also hier, ne? Der 6er, John Deere, der wird jetzt zum Hof passen. Der hat auch ordentlich Power. Ah, krieg ich den? Das ist der 700er Fan immer noch. Mit 246 finde ich noch ein bisschen wenig. Hier ist der 900er. Ne, wenn wir den jetzt standardmäßig ohne große Motorausrüstung nehmen, dann finde ich den auch schon mal gar nicht so schlecht. Ist ein Großtraktor, aber einer von den beiden wird es werden. So. Allzu viel haben wir nicht mehr. Und ich glaube, ich habe Glück, dass das Saatgut wirklich noch reicht. Da kommt die nächste Bahn. Wir haben auch echt schon viel Getreide angepflanzt. Der Deutz hat auch noch ein, zwei Bahnen. Das Wettrennen mit dem Deutz. Ich glaube, wenn ich mir das behalten kann, dann heißt das so die Folge. Oder heißt so die Folge. Was für ein Deutsch. Und das Saatgut reicht wirklich. Müssen wir dafür heute auch kein Geld ausgeben. Ich glaube, erntereif wird am nächsten Ingame-Tag auch nichts. Da müssen wir uns auch keine Sorgen drum machen. Oder? Nö. Sieht nicht danach aus, oder ich habe mich verguckt. Vielleicht düngen müssten wir. Düngen, Bäume fällen, vielleicht ein bisschen Unkraut entfernen. Maschinen natürlich reparieren, damit ich das nicht vergesse. Nochmal zur Erinnerung. Also nicht für euch, sondern wirklich für mich. Ich bin ja manchmal auch so ein kleiner Schussel und vergesse das denn. Dann fahren wir. Ja, ich glaube, wir fahren als allererstes wirklich zum Maschinenhändler. Reparieren den New Holland. Mit der Sämaschine. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Beziehungsweise sind die ersten beiden schon mal repariert. So, dafür werden wir garantiert Geld brauchen. Das wird teuer werden. 21.000 habe ich mir beinahe schon gedacht. Dann nochmal 4.000 Euro. Ah, habe ich so viel Geld aufgenommen, dass wir fast den alten selben Grundbestand haben. Was steht hier noch rum? Das ist doch Saatgut, ne? Dann füllen wir das einmal um. Und dann können wir beides waschen gehen.
Waschi, waschi, waschi. So. Und die nächste Palette Honig ist voll. Die könnten wir vor dem Abend nochmal rausnehmen. Und da ist der Dolz auch fertig. Ich würde jetzt bloß gerne die Seemaschine noch mal eben schnell sauber machen. Weil ich dahin springe. So. Den kannst du nämlich nochmal das letzte Feld walzen. Komme ich da durch? Wenn sie was kaputt fahren? Jo. So. Kriegst du einen Kurs? Und dann geht das los. Kriegst du hin oder nicht? Erster Wegpunkt. Ja, nein, vielleicht. Gut, ich würde sagen, ich krieg's nicht hin. Schmeißen wir den Kurs einfach nochmal raus. Fahren ihn an eine andere Stelle. Fahren ihn auch noch mal zum ersten Wegpunkt und mal gucken, was denn macht. So. Das sieht doch schon besser aus. Dann können wir die beiden mal wieder in die Hallen zurückstellen. Ist da eigentlich noch Dünger in dem Streuer drin? Gute Frage, nächste Frage. Da ist Kalk drin. Egal. Das kann man auch morgen machen. Pferdchen müssten ja ausgeritten sein. Beide mittlerweile. Yep. Den Hühnern geht's gut. Den Kühen geht's auch so weit gut. Da können wir morgen wieder neue Mischrationen machen. Den Schweinen geht's auch super. Und den Schafen geht's mega, mega gut. So, was macht der Deutz? Ah, der kriegt das jetzt hin. Schön zu sehen. Dann würde ich jetzt aber auch sagen, in der nächsten Folge starten wir im nächsten Ingame-Tag. Werde ich das ohne euch mal eben schnell zu Ende walzen und dann können wir direkt mit dem nächsten Tag beginnen.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch natürlich einen wunderschönen Start in den Tag. Lasst es euch gut gehen. Hier geht der Tag ja gerade zu Ende. Lasst euch nicht ärgern. Genießt, zumindest gestern war es ja noch schönes Wetter mit Schnee und nachher Sonne. Zumindest bei mir, wie es bei euch war, kann ich nur vermuten. Ich wünsche euch was. Bis denne.